Und da heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück. Erstmal umblättern. Der Zerstörer, die Zerstörer-Maler, dort, was, wo? Ja, gut. Die Straße kannst du reparieren. Kannst du auch lassen. Der könnte doch irgendwann nicht so weit vorholen. Verarschen. Hier den Stück Dreck möchte ich auch nicht. Ein Zerstörer-Marder. Ist der durch Strahlung gefahren? Ernsthaft? Are you fucking serious? Er kann sich wahrscheinlich nicht mal regenerieren. So. Ja. Und das ist mal schön, dass er dich nicht sieht. Erst wenn ich raus, also wenn ich zu, wieder hier zu der Übersicht übergehe, zur Karte praktisch, dann seht ihr die. Merkwürdig. Tusha schlägt zurück. Das ist ja interessant. Ein Traum ist unerlässlich. Du träumst von deiner Mutter, du Lutscher. So, jetzt hier. Endlich. Wunderbar, das gefällt mir doch hier. Oh. Wenn die Schlampe wieder mit ihren Priestern hier kommt und mir wieder ihr komisches Judentum aufschwatzen will, ja. Irgendwann fick ich sie vom Kontinent. Ohne Witz. Da krieg ich Hass. Ihr könntet übrigens theoretisch, ja. Theoretisch könnten wir auch einfach sagen, komm, wir netzen einfach überall auf ihre Städte meine Wasserstoffbomben drauf. Und dann passt das schon. Ja, da, die Stadt Germanismus. Und das war vorher keine, also das war Safe Call keine von den Städten. Von der alten. So, haben wir uns halt Tusha. Das sind noch 6 Runden und Amsterdam können wir erst in. Können wir in 4 Runden den Krieg wieder erklären, okay. Das heißt, wir nehmen den Panzer und schicken den dahin. Nein, deswegen. Ja, wir haben leider hier keine Möglichkeit des Konfliktlösens gerade.
finde das übrigens mega assi, dass die jedes Mal mehr kosten. Übrigens können wir jetzt einfach den Panzer einfach nehmen und den da runter schicken. Der ist hundertprozentig früher da wie diese Drecksteile. Berlin. Okay. Wie wär's mit einer... What the fuck? Plus 5 finde ich aber ziemlich sick. Das muss ich leider annehmen. Ist leider. Geilerweise. Wenn ich nicht alles noch brennen würde, dann könntest du fast meinen, das ist idyllisch hier. So. Also überall, wo praktisch dieses Symbol ist, ja. Das heißt, die wissen Bescheid, es gibt keinen Gott. Fangen wir mal wieder an mit. So glauben finde ich sowieso albern, ehrlich gesagt. Also wirklich. Das ist halt so eine, keine Ahnung, über 1000 Jahre alte, total überholte Denkweise. Also wirklich, wenn die nach 1000 Jahren nicht überholt ist, dann weiß ich es auch nicht. Achso, ja, die können ja dann... Boah, ja, gute Frage. Wo ziehen wir denn hin mit den Leuten? Hier. Und du ziehst hier hin. Ist das ein Deal, Junge? Ist das ein Deal? Christians Sand... Gibt's eigentlich irgendeine Kacke hier, die... Ich meine, die haben ja nicht mal... Hier, religiöse Siedlung. Und der ist auch religiöse Siedlung. Die sind halt einfach irgendwie komplett noch nicht aufgeklärt, ja. Finde ich eigentlich richtig schlecht. Ist halt echt so. Okay, hier, go. Ist übrigens sehr interessant, dass der Germanismus hier null Anhänger hat, obwohl wir hier bekehren. Kann das sein, dass das nicht funktioniert, weil die Stadt einfach im Kriegszustand ist? Das wäre natürlich richtig behindert. Wo denn jetzt hier nicht funktionieren dürfen? Wieso funktioniert das bei dieser komischen kongolesischen Stadt nicht? Warum geht das nicht? Müssen wir den erst vernichten, komplett. Man kann doch durchaus sagen, bei dem Typen, weil der hier nimmt ja die Religion von anderen schnell an, oder irgendwie so war das. Kann halt sein, dass der Typ halt sagt hier, jetzt wollte er uns schon irgend so ein Pergament schenken oder so ein Scheiß. London lässt ab. Ne, London lässt man nicht ab. Wichsen wir die richtig auf die Straße, Junge. Oh, Brüssel blüht richtig unter unserer Führung.
Wie lange dauert ein Sheffield eigentlich noch? 14 Runden. Was ist das eigentlich, Sheffield oder Sheffield? Das heißt bestimmt Sheffield. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit diesen komischen englischen Städten nicht aus. Sieht auch wie London in Englisch London ausgesprochen wird. Das ist wie Riften. Wird auch in Englisch Riften. Rifton wird in Englisch ja auch Riften ausgesprochen. Da fehlt einfach mal das O. Brauchen wir nicht. Engländer. Bereitschaft. Ja. Drei Runden. Ist übrigens cool, dass wir die sehen, nur weil wir da unsere Truppen haben. Ich kann ja dann easy den Krieg erklären und dann mit den Panzer reinfahren. Ich finde übrigens auch nur das Ruhrgebiet auch sehr passend. Muss ich mal anmerken. Eine Bevölkerung von 13 oder mehr. So. Ich finde übrigens auch sehr schön, dass wir unsere Städte im Prinzip einfach refinanzieren können. Ach doch, jetzt hat er plus 1. Germanismus. Das ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber okay. So, wie sieht's denn jetzt aus hier mit unseren Flugzeugen? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das für eine scheiß Stadt sein soll. Die hat ja auch so eine Panik gegründet. Man müsste ja eigentlich merken, wie sich praktisch die Schlinge um seinen Hals enger zieht. Wenn jetzt eigentlich hier Schiffe durchfahren von denen, die mit uns verbündet sind, und die sterben, ist das dann schlecht? Verstehst du, was ich meine? Sagen die dann, ey! Guck mal, haben wir die kleine Drecksiedlung eingenommen. Boah, what the fuck? Komm hier, so. Okay. Dass er hier alles gebaut hat für eine Rotze teilweise, wo du dich echt fragst, what the fuck? Verschanzt sich doch einfach. Komplett. Einfach weg verschanzen. Was? Genau, dann gehst du einfach in Bereitschaft, Junge. Kein Verlust. So. Nee! Einfach nein, Junge. Du kriegst deine Kacke nicht wieder zurück. Fertig.
jetzt New Orleans ernsthaft auf meine... Aber erst noch mal auf mein Ding schießen, gekacken, Junge. Erst mal schön auf meinen Zerstörer schießen, weißt du? Das hat er nicht umsonst gemacht. Es heißt, man könne genauso wenig. Theoretisch, also in dem Moment, wo du die Bomben auf die schmeißt, haben die also schon verloren eigentlich. Ja, dann können die schon nichts mehr machen. Wenn man es im Grunde so nimmt. Ich glaube, das ist halt aber allgemein so. Übrigens hat das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt. Ich kann mich natürlich enttäuschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es bringt nichts. Okay, doch, das hat was gebracht. Das habe ich gesehen. Mainz kriegt aus meinem Amphitheater. Ulm, oh. Alter, Ulm ist jetzt so krass gewachsen, dass sie jetzt schon hier wieder so ein Dings brauchen. Schön auch um den schönen kackigen Salzsee drumherum. So. Hannover, Alter, wie lange brauchen die denn für Thermonuklear? Was ist mit euch verkehrt? Sehr frech. Geht ja nicht. Das dauert noch 50 Runden. Ja, die Stadt ist schon mal gefallen. So schnell geht das. Passt dem natürlich nicht. Komplett los. Wie lange dauert der Spaß hier noch? 13 Runden. Ganz ehrlich, wieso fliegt eigentlich der Helikopter nicht übers fucking Meer? Sondern wird verpackt in einem Schiff. Ich meine, könnte ich jetzt nachvollziehen, wenn es halt richtig, richtig weit wäre. Aber ist es ja nicht. Hm. Wir haben ja keine Zutrittsrechte, ne? Das ist natürlich blöd. Also wir können da nicht rein. Kann ich da... Oh, Scheiße. Hier, ich brauche offene Grenzen, du Schlampe. Ja doch. Thank you. So viel zu Pressler. Wenn wir da jetzt auch eins zuschlagen.
Wir bezahlen dir Geld dafür, dass wir in ihre Grenzen dürfen, aber sie nicht in unsere. Okay, finde ich gut, finde ich nicht schlecht. Nächste Runde fällt die Stadt auch. Bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Können die schon ziehen, eigentlich? Nur mal so, just for the lights. Ne, kann er nicht, okay. Die hat halt schon einen Flughafen. Einen. Zwei also. Nichts zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass der Glaube bei den Tabern so fest verankert ist hier. Du kriegst ihn einfach nicht weg. Oder die haben das umgestellt, dass das nicht mehr in derselben Runde zu sehen ist, sondern erst danach. Ja, stimmt, die kann ja nie draus bekehren, aber mich darf sie nicht bekehren. Okay. Brüssel hat mit Lissabon Frieden geschlossen. Lissabon hat mit Deutschland den Frieden geschlossen. Ich bezweifle das, aber ist okay. Warum eigentlich? Einfach so, weißt du? Oh, guck mal, wir haben schon hier einen Barbaren in Manchester. Aber wieder die Winnetou-Musik. Der dürfte auch nicht mehr lange, ne? Drei Runden, ja, genau. Das heißt, wir müssten jetzt hier den eigentlich jetzt angreifen dürfen. Die Zukunft scheint weit weg zu sein, aber eigentlich... Upsa. Die Zukunft interessiert aber keinen. Ne, noch einer. Okay, schade. Schade. Willst du mich ja... Oh ne, ohne Witz. Jetzt ist diese Frist wieder abgelaufen und jetzt kann ich Breslau nicht wieder... Boah. Das ist schon ganz schön behindert. Behindert. Wie lange dauert das hier noch? Vier Runden. Oh, okay. Sieben Runden. Acht Runden. Okay. Ich gründe jetzt erstmal, also ich mache jetzt erstmal über Händler. Die können dann also über, wo es nicht zu lange dauert, machen wir meinen Händler. Hier dauert es natürlich ein bisschen länger. Okay. Straße wollen wir nicht reparieren, die braucht keiner. Herrlich. Lass mich raten, wir können nicht weit genug ziehen. Doch. Ist ja geil.
Finde ich übrigens eher suboptional hier, was sie hier machen. So, Manchester bald mal natürlich. Weil die Stadt ist geil, auf der Insel. Ich fahre das. Flugzeugträger. Kann er die. Der kann die nicht wegbomben, oder? Kann er die. Nein. Aber der hat noch ein Flugzeug, was noch nichts gemacht hat. Das ist übrigens richtig kacke. Weißt du, da habe ich mich schön auf Breslau eingeschossen. Und was macht der? Da sollte ich so bis zur Heilung verschanzen. Wieso kommt der jetzt wieder mit so einer Meldung? Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tüdelü.